Okay, nichts wie raus hier. Na los! 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 Frische Luft! Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, ne? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Ja, die Warnung hätte echt mal früher kommen können, dass da Infizierte drin sind. Zum Beispiel auf der anderen Seite, wo wir eingegangen sind, statt hier. Und na gut, das ist auch eher der Haupteingang. Die sind ja eher einen inoffiziellen Eingang reingelaufen. Oh, hier ist wieder recht waldig. Ein Dorf? Oder eher eine Vorstadt wahrscheinlich. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Okay, ich würde mal sagen, ich gehe erstmal in das Haus hier schauen. Da sind sie wieder, die Ellie. Das ist echt eine Marke, da. Der ziemlich heftig, ja? Oh ja, absolut. Habt ihr zwei euch getroffen? Oh, meine Freundin, Marlene, wollte, dass er nicht den Feierabend bringt. Schade, das zu verstehen. Ja, und jetzt kann man hier rechnen. Nicht wahr, Joe? Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Okay, ich habe mir aber vorhin mal im Keller hier um. Ah, da kommen wir auch noch raus. Okay, jetzt sind also wieder jede Menge Wege, die wir gehen könnten. Solange wir halt den Überblick nicht verlieren und wieder nochmal rauskommen. Liegt hier noch was? Die Frage, wo müssen wir eigentlich? Also klar, wir müssen da hinten irgendwie zum Turm. Aber darauf achten, dass wir nicht zu früh in die falsche Richtung laufen, damit wir noch alles erkunden können. Das Obergeschoss vom Haus. Wieder ein paar Enten. Die Fotos nicht mal gesehen, Entenfotos? Machen wir nochmal was drauf. Soll der Geiz. Okay, sonst hält aber alles ein bisschen in Grenzen. Das ist okay. Behalten wir natürlich alles gerne. Jetzt haben wir hier, das ist ja noch eine Matratze. Wer stellt so nur auf eine Matratze? Aber Elektroteile. Freuen wir wieder drum, können wir wieder was basteln. Und wir bekommen eine Plünderer-Notiz. Oh, wieder Plünderer unterwegs. Das gefällt mir gar nicht. Ach, wie geil. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus dem Fenster der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach und mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und wichtiger, versteckt. Leicht zu verteidigen. Was hat er? Das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen noch alles allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Kyle. Na, das war keine gute Idee, oder? Allerdings, ich meine, wir haben ja Kyle ja getroffen, zumindest was von ihm übrig war.
Aber na gut, ich meine, hier wären auch nur Plünderer gewesen. Die Frage, ob das, wie das Ganze dann im Nachhinein aussieht. Ich glaube, das war was tief da unten, aber ist ja egal. Ich glaube, wir müssen hier die Straße runter. Schauen wir mal hier lang. Oh, das ist auch. Ja, sehr offen hier. Als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Was weißt du noch? Oh, Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. I have a gun. You loot, I shoot. Also, er hat. Ich habe eine Waffe. Wenn du ihr etwas aufnimmst, werde ich schießen. Und er wird schießen, um zu töten. Das sollte auch jemand wissen. Also, eine gute Warnung eigentlich. Jeder, der plündern kommt, kommt eine Kugel verpasst. Ich hatte irgendwie sein Hab verteidigen, sein gut verteidigen. Ja, ich weiß ja nicht. Gut, ich meine, bevor man getötet wird, irgendwie. Ist ja. Schieße sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Also ich weiß, ich sag mal, also ich meine, sich selbst zu verteidigen, okay. Es war auch nicht so toll, aber naja. Irgendwas muss man dann ja machen, aber direkt zu schießen, nur wenn man einen sieht. Naja, ich weiß ja nicht. Vielleicht ist er auch einfach ein netter Mensch, vielleicht. Braucht er einfach eine Hilfe. Hier war sonst nichts. Achso, okay, wir können auch hier runterlaufen, aber ich glaube, viel mehr finden wir hier auch nicht mehr. Oder vielleicht hier noch versteckt. Da ist irgendein Hund. Können die Hunde uns auch beißen, wenn die auch böse? Also man hört auf jeden Fall die ganze Zeit einen Hund bellen. Was sonst? Steht da noch drauf auf dem Haus? Achso, ich bin Waffe, kann durchkommen. Werde, ja, das hat er ja gesagt, wir shooten an Zeit, also. Bei Sicht wird er schießen. Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Oh Gott, muss ich jetzt gegen Hunde kämpfen? Das finde ich nicht so toll. Bin ich doch eigentlich eher ein Hundefreund. Aber hier können wir direkt mal schauen, was wir noch alles machen können. Zum Beispiel mit dem Bogen könnten wir das Nachladetempo verringern. Mache ich doch glatt mal. Magazin an, die brauchen wir 4-4. Aber Nachladetempo, ich denke, das ist für die eigentlich ganz okay. Panzerbrechend. Ich sage dann auch mal hier. Magazinkapazität, okay. Schussfolge. Machen wir auch mal. Können wir bei der machen. Magazinkapazität machen wir da direkt mal. Rückstoß ist auch okay. Streuung, was haben wir noch? Nachladetempo. Schussfolge, ich mache mal gerade Streuung. Und das Nachladetempo verringern wir auch mal. Dann habe ich schon gut was jetzt drauf gemacht. So geht es doch. Wir hier durch das Haus. Hier macht die Tür. Hey, die kommt einfach so rein. Verklingen, okay. So, suchen wir mal das. Auch da geht es auch hinten raus. Deswegen gehe ich erstmal nach oben. Mal durch hier. Eine recht saubere Toilette. Ja, dafür, dass hier immerhin auch 20 Jahre nicht viel passiert sein dürfte.
Ja gut, ich hätte mal ein paar Jahre danach, bis sie halt umgezogen sind in die Kanalisation. Sehen die Leute ja schon noch vielleicht etwas sauber gemacht haben, um halt irgendwie noch die Routine zu wahren. Was haben wir hier? Vaters Notiz. Kewa, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantäne-Zone von Pittsburgh. Öffne niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugel. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setzt seine Größe zum Vorteil an. Okay. Da hat wohl ein Vater seine Kinder verlassen müssen, um Vorräte zu sammeln. Ist auch nichts drin. Ah, schade, schade, schade. Aber ich meine, ein Bruder, aber das ist doch eher... Ich sogar noch. Bist du okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Ist das jetzt optional? Pass auf. Und was gefunden? Oh, bitte. Oh, ein Buch. Dankeschön. Nahkampfwaffenbewässerung, Präparation hält 2 Treffer länger. Nahkampfhandbuchband 2. Verbesserhörbarkeit von Klingenwerkzeugen. Gebrauchstechniken. Die Lebensdauer eines Klingenwerkzeugs wird nicht nur durch dessen Inhärtenhaltbarkeit, sondern auch zum gleichen Teil auch von der Fähigkeit des Benutzers bestimmt. Erstens. Grundsätzlich sollte das Werkzeug beim weichen Teil des Ziels angewendet werden. Beispiel. Mit einer Spitzhacke sollte man den Boden unterhalb eines Steins bearbeiten, um diesen herauszuheben und nicht auf den Stein selbst gezielt werden. Die Klinge sollte gleichmäßig auf einer Ebene geschwungen werden. Das Ziel im Winkel zu treffen schwächt die Klinge. Wenn die Klinge feststeckt, sollte schrittweise Druck in einen parallelen Winkel zur Schneideebene ausgeübt werden, seitlich durch die Verbindung beschädigt oder die Klinge brechen. Ja, sehr interessant alles. Nahkampftechniken Teil 2. Jetzt. Hä? Soll ich jetzt den zweiten Strich bekommen haben? Egal. Da liegt auch noch jede Menge. Können wir eigentlich alles mitnehmen? Wo sind wir hier? Achso, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Natürlich vom Haus, wo eben die Hunde waren. Ich weiß nicht, ob die Hunde uns böse werden können oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Hier sind wir gerade reingelaufen. Ich meine, ihr sagt ja, sie werden wild. Die Frage, ob jetzt wilde Hunde etwas tun. Nö, die gehen einfach fliehen. Okay, da sollen sie mal fliegen gehen, das ist mir auch egal. Ja, kriegen sie von mir auch kein Leckerchen. Damit kann ich leben. The Bash. Dass das eine Anspielung auf The Clash ist? Oh, hat sonst noch jemand Hunger? Ja. Hey, Leute, wir machen einen Punkt um Pause. Okay. Das sollten wir ja bald geschafft haben. Lass mich mal da bitte an den Schrank. Wieder Pillen. Wie viel habe ich eigentlich mittlerweile? 65, also brauchen wir noch 35. Helicon Drops. Weil, wie gesagt, ich möchte immer noch die nächste Stufe der gerade Schießens bzw. gezielte Schießen machen. Ich denke mal, das ist mit das Interessanteste, was wir so machen können. Es ist sehr ruhig, finde ich. Ich kann mir aber vorstellen, dass gleich noch wieder einige von den Klickern und sonst was kommt.
eigenes Badezimmer hier. Ellie, und noch ein Comic. Ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Die Buttonteilchen. Lesen wir uns mal an. Messenger Particle. Umdrehen. Buch 2, Buttonteilchen. Der erste Test von Danielas Nullpunkt-Sprungantrieb war ein Erfolg. Doch der Kontakt zum Testpiloten brach sofort ab. 48 später kehrte er verwandelt und mit einer Botschaft zurück. Wir sind die Reisenden. So begann die Botschaft. Wir sind die Borg. Also wieder eine kleine Anspielung auf Star Trek, finde ich. Weil da werden ja auch die Leute als Mitglied und kommen dann anders zurück. Sehr anders, wisst ihr ja. Oh, ich hatte wieder geschrieben. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu... Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren. Ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu guten fähig sind. Wir können es schaffen. Sie muss stark bleiben. Für sie. Also das Schicksal dieser Gruppe bekommt immer mehr ein Anschein. Das ist ein Bild, was mit dem wohl passiert ist. Das ist ein Safe. Aber wie immer brauchen wir vorher eine Kombination. Ist nur die Frage, wo ist die Kombination? Vielleicht im Obergeschoss? Zumindest noch ein Zettel. Ja, 8, 21, 6. Achso, das kommt man noch umdrehen. Das war sie nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Na, wo war sie? Ich konnte ihn noch umdrehen. Achso, nur ein quasi Werbeplakat. Aber jetzt haben wir immer die Kombination. Wir können nach direkt zum Safe zurückgehen. Oh, Pfeile. Auch ganz nett. Haben wir wieder ein paar. Ich habe doch ein paar nochmal verbraucht eben. Auch so ein Ghetto-Blaster. Nutze ich schönen Sitzkissen. Auch eher seinen Rechner. Vielleicht einen Arbeitsplatz oder einen Spiele-PC. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er auch. Ist das so ein Let's Player? Hier war doch gerade ein Safe, da ist das. Die Teile, 10 Pillen. Da auch nochmal was. Das andere kann ich nicht aufnehmen. Ja, wunderbar. Ist doch alles super. Ich würde mal sagen, da können wir das Haus hier auch wieder verlassen. Ich glaube es. Hey Sam! Vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Oh. Verdammt! Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch! Ein Naturtalent. Glück! Nein, was nicht? Nein, ist Glück. Ich kann doch nicht hereinlaufen. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Ja, okay. Mann, er hat auch noch keine Manieren. Er ist doch faul gewinnen, das weiß man doch. Okay, man soll sie natürlich nicht offensichtlich gewinnen. Wow. Klingt wie ein Raumschiff. Oder wie ich mir ein Raumschiff vorstelle. Stimmt? Macht jetzt was, war das Ellie selber? Ich meine, nur sie weiß natürlich, wie sie sich selbst ein Raumschiff vorzustellen hat. Das weiß ja sonst keiner für sie. Ach, guck mal, hier haben wir noch einen Ziegelstein. Ah, habe ich aber noch einen dabei. Kann ja immer nur einen davon mitnehmen. Was haben wir nur Hütten? Das sieht eher aus wie ein Spielplatz. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming.
Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei, ha? Klingt nach einem guten Plan, Mann.